die erste Reise als verheiratetes Paar führt Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, am 10. und 11. Juli nach Irland. Damit die beiden dort die britische Krone in der Öffentlichkeit bestmöglich repräsentieren können, sind hinter den Kulissen viele fleißige Hände am Werk. Koffer packen, Fotos machen, Termine koordinieren, 11 Mitarbeiter sorgen für den reibungslosen Ablauf des Trips. Die Privatsekretärin von Meghan organisiert zum Beispiel die Agenda der Herzogin und steht bei Terminen stets einige Meter hinter ihr, um Blumen und Geschenke von Zuschauern anzunehmen. Pickeridge studierte Geschichte und Fernsehjournalismus. Danach arbeitete sie als Medienmanager und Kampagnenleiterin für die Royalbank of Scotland. Zwischendurch verbrachte sie einige Monate bei einer PR-Agentur in New York. Von September 2016 bis Dezember 2017 arbeitet Pickeridge als Kommunikationschefin im Büro von Prinz William, Herzogin Katharine und Prinz Harry. Dann folgte ihr neuer Job als Assistant Private Secretary von Meghan in Harrys Büro. Was Amy Pickeridge für Meghan ist, ist Adelaine Fox für Prinz Harry. Der Privatsekretär ist seit 2013 für die Nummer 6 der britischen Thronfolge tätig, wird seinen Job aus unbekanntem Grund aber in den nächsten Wochen aufgeben. Die Reise nach Dublin ist demnach vermutlich seine letzte mit Harry. Der 33-Jährige sei Fox extrem dankbar für seine Arbeit, sagte ein Sprecher laut dem britischen Magazin Hello. Fox hatte Harry maßgeblich bei seinem Weg vom Partyprinz zum Ehemann und Vorzeigeroyal begleitet. Der frühere Botschafter Großbritanniens in den USA, 2003 bis 2007, Sir David Manning, ist ein langjähriger Berater von Prinz William und Prinz Harry und steht auch ihren Ehefrauen zur Seite. Er gilt als wichtiger Mentor der jungen Royals und begleitet sie häufig auf ihren Auslandsreisen. Sir David Manning. Sir David Manning. Er kümmert sich als Kommunikationssekretär um die Pressearbeit der Fantastic Four, William, Kate, Meghan und Harry. Der Amerikaner gilt als PR-Guru und übernahm die Position bei den Royals im Jahr 2015. Zuvor beriet er unter anderem die ehemalige Premierministerin von Neuseeland, Helen Clark. Knauf hat einen Abschluss in Politikwissenschaft und internationaler Beziehung an der Victoria-Universität in Wellington, Neuseeland, und einen Masterabschluss in Kommunikation an der London School of Economics. Er wird in Dublin von 3 weiteren Pressemitarbeitern unterstützt, einer davon ist Digital Media, Fotograf. Jason Knauf, der Pressesekretär von William und Kate. Jason Knauf, der Pressesekretär von William und Kate. Für das perfekte Styling von Meghans Haaren sorgt Georg Nordwuort. Er war schon für ihre Frisur am Abend der Hochzeit mit Prinz Harry verantwortlich. Zu seinen Kunden gehören neben der Herzogin Stars wie Kate Winslet, Alicia Vikander, Rachel Weisz und Julianne Moore. Übrigens, sein Honorar bezahlen Harry und Meghan aus eigener Tasche.